Und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn, der mittlerweile schon fünften Folge. So, in der letzten Folge haben wir Grata das Fleisch gebracht und es geht weiter mit der Quest Die Spitze des Speers. Rede mit Cast und falsche um eine Stolperfalle. Ja, wir werden falschen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr am Ende der Folge ein Abo dalasst, ein Like oder auch einen Kommentar. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und Leute, denkt immer dran, Support ist kein Mord. Ein Abo kostet nichts. Genau. Und aber jetzt genug gequatscht und würde sagen, weiter geht's mit dem Spiel. So, wo müssen wir denn hin überhaupt? In diese Richtung. Schauen wir mal. 590 Meter. Ganz schöner Weg. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Aber schauen wir mal, wie schnell wir da ankommen. Okay, wir nehmen auf jeden Fall schön Gesundheit mit. Vorher mussten wir uns schon ein paar Mal heilen. Die Läufer sind ganz schön aggressiv, muss ich sagen. Ja, was heißt aggressiv? Sie halten halt viel aus. Im Gegensatz zu den Wächtern, die halten eigentlich nicht so viel aus. Wenn man dann einen gezielten Schuss macht, dann sind die eigentlich down. So, da sind zum Beispiel Wächter. Ich will eigentlich mal probieren, ob ich die nicht anders killen kann. Ich werde das mal hierher locken. Schauen wir mal, ob der herkommt. Ne, kommt nicht. Nehmen wir uns den Stein wieder mit. Können wir uns hier irgendwo verstecken? Ja, da hinten können wir uns verstecken. Machen wir es kurz. Okay, komm mal her. Okay, man kann richtig gut ausweichen. So, das geht eigentlich. Habe ich vorher noch nicht gleich gecheckt gehabt. Also könnten wir uns vielleicht ab und zu mal ein bisschen Pfeile sparen. Wir müssen wieder da hinten lang, gell? Wow. Sind gleich ein paar mehr unterwegs. Hier ist wieder ein Lagerfeuer. Lagerfeuer gibt es hier ganz schön viele. Aber dann können wir wenigstens schön oft speichern. Ich bin ein Speicher-Junkie. Bitte! Was? Auf ein Wie Wort! bitte? Ja, komm her, reden wir mal eine Runde. Bitte, du musst mir helfen! Reden, Tok. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Ich helfe Arana, wenn ich kann. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Okay. Nebenquest. In Fußstapfen ihrer Mutter. Machen wir das Questmenü auf. Offene Quest. Quest aktivieren. Okay. Nebenquest. Machen wir die Nebenquests.
Aber ich glaube, das ist eh schon die Richtung. Die Richtung, wo die Hauptquest auch liegt. Mutterherz. Okay, es geht die andere Richtung. Dieses Mal nicht, Schätzchen. Okay, unser Inventar ist schon wieder voll. Eieiei. Müssen wir irgendwie Beutel bauen oder sowas dann? Aber jetzt mit dem Platt hier. Oh. Okay. Tun mir die eigentlich was, wenn ich die jetzt angreife? Ich gehe jetzt einfach mal hin. Aber die sind doch blöde Wächter, gell? Eieiei. Das muss Arana sein. Und sie steckt in der Klemme. Von lauter Wächtern umgeben. Ich kann nicht runter. Hilfe! Ich sitze hier fest! Nein. Macht das schon. Okay, da ist nur noch einer. Der dürfte eigentlich kein Problem sein. Ja, ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Schalte diese Lichter aus! Schalte sie aus! Wow! Danke, dass du mich vor diesem Maschinen gerettet hast. Okay. Wo sind die jetzt? Kann ich kurz mit dir reden? Ich sehe dich nicht. Ah, da! Kleines Mädchen. Klar, kannst du mit mir reden. Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Papa ist doch da. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Ich suche den Speer. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Folge Arana Spuren und suche das Gebiet mit deinem Fokus. Nice, das ist geil gemacht. Hammermäßig geil gemacht. Aufpassen, dass hier nicht irgendwelche Wächter rumrennen auf einmal. Wieder oben ist nämlich schon wieder einer.
ist auf jeden Fall Futter. Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Okay, die Spur führt da hoch. Die lassen wir jetzt mal in Ruhe, würde ich sagen. Wir müssen ja nicht jedes Vieh killen, was hier rumrennt. Mutters Wege. Okay, das ist ein kleines Dorf anscheinend. Ich denke mir, dass die Spuren mich jetzt ins Dorf führen werden, oder? Nee. Okay, dann hole ich mir aber erstmal Heilung. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Genau, deswegen nehme ich es mit. Okay, Medizinbeutel ist voll. So, es müsste eigentlich hier sein, oder? Hier gibt es noch Äste. Die Spur endet hier. Bestimmt hat er den Fluss überquert. Ich sollte drüben nachsehen. Es wird Zeit, die Stolperfalle von Kass zu kaufen. Ja, dann machen wir jetzt erstmal diese Quest und dann gehen wir zur Stolperfalle. Wildschwein. Ein Lagerfeuer entdeckt. Okay, das heißt, ein Speicherpunkt. Okay, das führt mich anscheinend ins Gebirge rein. Naja, das ist ein bisschen viel da oben. So, jetzt hole ich mir den Speer. Und jetzt mal den da oben erledigen. Waffe. Arana, what the fuck? Sie zurückzuhaben. Okay, ich komme mal ab hier. Mal schauen, Quests. Okay, kehre zu Tok zurück. Ich will die eigentlich killen da oben. Kümmert euch einfach um eure Sachen.
Wir wissen, was da oben ist. Sag jetzt nicht, ich kann keine Pfeile mehr bauen. Doch. Und wir machen uns voll. Da sind noch zwei oben. Oh. Na komm, wir lassen die mal in Ruhe. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen zu schwach für das. Gehen wir lieber mal zurück zum Tock. Ich sehe hier sonst niemanden. Scheint sicher zu sein. Ich wette, er wartet schon. Da ist er. Er wirkt nervös. Dürfen wir da runter oder nicht? Ich weiß es nicht. Nicht, dass wir gekillt werden. Wir sind ja eine Aussätzige. Oder eine Ausgestoßene. Siedlung betreten. Mutters Wiege. Ja, es ist wieder die mutterlose Ausgestoßene. So starb sie an. So, wir haben gespeichert und gehen weiter. Sind eh schon fast da. Jetzt muss ich wirklich mal schauen, ob... Oh Gott. Wir gehen jetzt mal hier außen rum, würde ich sagen. Da drin, glaube ich, ist ein bisschen krass. Das ist ein Wächter, glaube ich, da. Ist cool, dass er gleich einen optionalen Weg praktisch steckt, wenn wir ein bisschen anders gehen. Da uns immer wieder so stichpunktartig zeigt, wo wir lang müssen. So, und schon sind wir da. Genau, hier müsste eigentlich irgendwo sein. Mutter sei Dank, Aloy ist zurück. Ja. Erst bringst du mir Arana zurück und jetzt auch noch so bin ich zu dir. Als ich dich zuerst um Hilfe bat, wusste ich nicht einmal, ob du mit mir reden würdest. Aber zum Glück doch. Ja, zum Glück. Unglaublich, dass du den Speer zurück hast. Deine Mutter war eine gute Speermacherin. Er ist außergewöhnlich. Ich werde nie so gut sein wie sie, aber ein paar Tricks hat sie mir verraten. Ich sehe mir deinen Speer gerne mal an. Danke. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Nun, deinetwegen habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Du hättest uns nicht helfen müssen. Hast es aber. Das hätte sie bewundert. Danke, Aloy. Für alles. Nebenquest abgeschlossen. So. Questbelohnung, Speerschadenstärkung. Herstellen. Modifizieren. Wir haben auch gar keinen Speer, oder? Ah, Waffen, doch da. Speer. Aber wir können den gar nicht modifizieren, oder das ist automatisch drin? Was ist das? Feuerschutzgewebe. Oder muss ich den erst ausrüsten? Oder ist der jetzt automatisch stärker? Ich weiß es nicht, Leute. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Da
Waffenschaden 35. Ich habe schon wieder einen Punkt. Aber ich glaube, ich warte jetzt nochmal mit dem Skillen. Obwohl, das wäre jetzt nicht schlecht, gell? Schnelle Heilung aus dem Medizinbeutel. Jetzt machen wir das mal, komm. So, 458 Meter bis zur nächsten Quest. Also immer noch die aktuelle Quest. Ich würde sagen, schauen wir uns das aber in der nächsten Folge an. Genau. Schaltet wieder ein, dann verpasst ihr auch nichts. Und ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Andi.